Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist nicht Pokémon Box, sondern eher Pokémon Saphir. Allerdings nehme ich es über Pokémon Box auf. Ich wollte einfach nur das erste Mal jetzt zeigen, wie das Ganze so mal aussieht, über Pokémon Box aufzunehmen. Ich sitze hier gerade neben meinem Game Boy Advance. Das ist eigentlich ganz schön, auch wenn es ein bisschen komisch ist, immer mit GameCube-Controller dieses Spiel zu spielen. Vor allem, weil man es halt gewohnt ist, immer nur vom Gameboy zu spielen. Ah, dafür haben wir jetzt so einen schönen Bilderrahmen außenrum. Das ist übrigens das erste Spiel, wo ich mich nicht über die Bildschirmgröße beschweren darf, weil sie im Grunde genommen exakt gleich groß ist etwa wie auf dem Game Boy Advance SP. Ja. Ich würde sagen, wir legen gleich los mit einem neuen Spiel. Und ich hoffe, ich habe die Spiegelung rausgenommen. Ja, habe ich. Hätte mir auch eigentlich schon vorher aufhören können, dass ich sie nicht drin habe. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Berg. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Das nennen wir ein Pokémon. Einer zum Beispiel. Genau. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen, als Freunde oder als Arbeitskollegen. Aber manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen gegen andere von uns aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon. Um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich mich der Forschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Wir sind... ein Junge. Und wir heißen nicht Daniel oder was weiß ich, sondern wo Select auf dem Gamecube da. X und Y sind Select. Wir sind natürlich immer Episare. Passt genau. Das ist schön. So. Kein Schreibfehler drin, das ist alles toll. Ah, okay. Jetzt habe ich es. Du hast die Kusare und bist gerade nach Wurzeln, meinem Heimatort, gezogen. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Mut und stürze dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Ich würde den Text nicht schon wieder kennen am Anfang eigentlich, naja. Ich finde das jetzt eigentlich das verrückteste Spielbeginn, die dein Pokémon-Spiel überhaupt hat, dass man in einem, ja, LKW, wo Möbel transportiert werden, in seine neue Heimat zieht. Ich meine, wenn ihr umzieht, fahrt ihr im LKW hinten beim Gepäck mit? Ich finde es ein bisschen komisch. Naja. Yokozare, wir sind da, Schatz. Die Fahrt im Umzugswagen zwischen all unseren Sachen war bestimmt ermüdend. Nun, wir sind in Wurzelheim. Wie gefällt es dir? Das ist unser neues Zuhause. Ist das idyllisch? Man kann hier sicher wunderbar leben, meinst du nicht? Und du bekommst dein eigenes Zimmer, Yokozare. Lass uns hineingehen. Siehst du, Yokozare? Hier ist es auch schön. Oder nicht? Die Pokémon machen heute den Umzug, räumen alles ein und machen sauber. Das ist doch so etwas von praktisch. Yokozare, dein Zimmer ist oben. Schau es dir doch mal an, Schmatz. Vati hat dir eine Uhr zur Begrüßung geschenkt. Vergiss nicht, sie einzustellen. Das neue Zimmer ist übrigens insofern besonderes, dass es das ganze Haus so zwei Zimmer hat. Und deswegen sind Zimmer schon nicht wenig wert, weil es etwa die Hälfte des gesamten Wohnraums ausmacht. Naja. Wir gehen erst einmal an den PC, ins Itemlager und nehmen unseren Trank mit. Dann fällt mir ein, dass wir erstmal die Option unsicher machen. Texttempo höher schrauben. L gleich A hätte ich gern. Und welchen Rahmen nehmen wir? Wir nehmen den Nummer 8. So, jetzt gewinnen wir zum Uhr. Die stehen geblieben ist und wir deswegen aufziehen sollen. Wir haben jetzt. So. 20 vor 2 haben wir. Das heißt, nicht so weit, sondern. Da. Es gibt keinen Tag- und Nachtwechsel, aber es gibt trotzdem einige zeitgebundene Ereignisse. Und komplett eingerichtet, bla bla. Also würde ich jetzt das ganze Let's Play alles vorlesen. Nur die wichtigen Texte.
Da, aus der Arena, da ist die Arena von Mythenburg City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Ja, das war die Reportage, bla und so, schon vorbei. Und Fatih war im Fernsehen, wie schade, dass wir Spaß haben. Und einer von Fatihs Freunden, Professor Berg, lebt hier jetzt nebenan und ich soll mich vorstellen, gut. Nebenan heißt im Klartext. Hier unten. Was hast du denn zu sagen? Professor Berg arbeitet an einer Feldstudie, also ist er hier. Ich erkläre dir, was eine Feldstudie in diesem Fall ist. Man beobachtet und studiert Dinge in ihrem natürlichen Umfeld, in Wäldern oder auf Bergen, anstatt im Labor. Professor Berg ist kein Typ, weil er war kein Schreibtisch und so weiter. Wir kennen das doch alle. Und außerdem ist das absolut nicht wichtig. Ich werde wahrscheinlich größtenteils nur mit den Leuten reden, die irgendwie Story wichtig sind und die uns verschenken. Was haben wir hier noch? Hallo, wer bist du? Punkte, Das Punkt, gepunkte muss man auch nicht lesen eigentlich. Oh, du bist Ekusaro, unser neuer Nachbar. Hallo. Wir haben ein Kind in deinem Alter. Die Tochter freut sich schon darauf, mit dir Freundschaft zu schließen. Lauf doch mal die Treppe hoch. Tja, ich müsste auch mal nachdenken, ob ich jetzt einen Sohn und eine Tochter habe. Hallo. Bei guter Gesundheit, Alter ist verstaut, fehlt noch was. Was? Wer bist du denn? Punkte. Ach, du bist Sekusaro. Du bist heute hergezogen. Ich bin Maike. Schön, dich kennenzulernen. Ich habe diesen Traum, mit Pokémon in der ganzen Welt Freundschaft zu schließen. Ich habe schon von dir gehört. Mein Vater, Professor Berg, hat mir von dir erzählt. Ich habe gehofft, dass du nett bist, Sekusaro, und wir Freunde werden. Ist das nicht albern? Ich habe dich noch gerade erst kennengelernt. Oh nein, das habe ich jetzt total vergessen. Ich sollte Fatih doch helfen, ein paar wilde Pokémon zu fangen. Welche Sache, wir treffen uns später. Wenigstens die Konsole hier toll. Gamecube. Ja. Das ist gerade ziemlich witzig, weil ich gerade. Na gut, ich sitze an der Wii, aber das könnte ich auch am Gamecube machen. Und ich habe auch ein Gameboy Advance mit Gameboy Advance SP angeschlossen und lebt zwar nicht als Controller, aber es ist schon nah dran. Naja. Das war eben meine Aufnahmemethode quasi dargestellt. Wir wollen hier nach oben raus. Ich kann am Ende dieser Straße jemanden schreien hören. Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Jemand muss doch helfen. Hilfe! Okay, ja, was machen wir jetzt? Wir können nichts tun. Hilfe, du da drüben. Bitte Hilfe. In meinem Beutel, da findest du einen Puckball. Sollen wir ihm helfen? Ich glaube nicht. Wo willst du hin? Lass mich nicht im Stich. Na gut. Welchen Starter wir nehmen, ist im Grunde genommen egal, weil wir sowieso ihn in der Box verstauen. Ich werde deswegen einmal, weil Hydropi einfach Hydropi ist und weil ich später für VMs gut benötigen kann und mir deshalb nicht extra noch ein Wasser-Pokémon fangen muss. Deswegen nehmen wir uns ein Hydropi. Und kämpfen gegen dieses epische Fevian Level 2, der schwerste Kampf der Geschichte der Welt. Einfach Tackle nur schwer. Das ist ja schon fast schwer. So, wir erhalten 15 Erfahrungspunkte. Puh, ich habe im hohen Gras Pokémon studiert, als ich angesprungen wurde. Du hast mich gerettet. Vielen, vielen Dank. Oh, hi. Du bist doch Ekusaro. Aber dies ist nicht der Ort für ein Schwätzchen. Komm doch mit in mein Pokémon-Labor, okay? Du bist also Ekusaro. Dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Ich habe auch erfahren, dass du noch kein eigenes Pokémon besitzt. Aber wie du eben gekämpft hast, diese Gelassenheit. In deinen Adern fließt wirklich das Blut deines Vaters. Als Dank dafür, dass du mich gerettet hast, möchte ich dir das Pokémon schenken, das du dabei benutzt hast. Ekusaro, halt ein Hydropi. Ja, ich will ihm ein großes Namen geben. Es wird den schönen Namen Mudkip tragen. Mudkip ist eigentlich der englische Name von Hydropi. Und wer nicht kennt, was es damit auf sich hat, der sollte unbedingt mal Mudkip bei YouTube suchen. Wenn du dich erst einmal mit Pokémon beschäftigst und Erfahrungen sammelst, dann wärst du bestimmt ein verdammt guter Trainer. Mein Nachwuchs, Michael, studiert an der Route 103 Pokémon. Hast du nicht Lust, Michael dort zu suchen? Großartig. Michael wird sich sehr freuen. Michael soll dir beibringen, was bedeutet, ein Trainer zu sein. Als würden wir es nicht wissen. Hast du nicht noch was zu sagen, nö.
Ja, ja, gut. Hilfe und so. Ward wird geheilt automatisch. Wir müssen noch ein kleines Stück mit ihm auskommen. Gut, Wardle. Weil wir erst nach dem Kampf gegen Maike Pokebälle bekommen können. Das heißt, wir müssen Maike noch mit Wattke besiegen. Danach geht's los mit... ja. Dem ersten Baumpel. Ja, Pokémon Center, da und so. Ja. Da haben wir auch unseren theoretischen Starter. Unser Baumpel. Sobald wir es fangen können, laufen wir nur noch mit Baumpels rum. Das erste Training mit den Baumpels werde ich euch übrigens ersparen. Ganz einfach, weil es dauert ewig, bis man Baumpel halbwegs hochgelevelt hat, weil es ist einfach nutzlos auf niedrigen Leveln gerade. Später, wenn es sich entwickelt, was ja nicht allzu spät ist, dann ist es ganz nett. Naja, nicht besonders nett, aber es geht dann. War hier noch was? Nein, war nicht. Rosa Altstadt. Wir wollen hier reden. Hi, ich arbeite im Pokémon-Supermarkt. Kommst du bitte mit mir? Das ist ein Pokémon-Supermarkt. Er ist an dem blauen Dach erkennbar. Wir verkaufen eine Menge nützlicher Dinge wie Pokébälle, mit denen man Pokémon fängt. Ja, das ist dein Item, quasi als Werbeschein für dich. Unser nächster Trank. Epischer Trank und so. Ja, man kann jederzeit genutzt werden, manchmal wertvoller als Pokémon Center, deshalb bla. So, dann hätten wir als nächstes kaufen. Beweis, keine Pokébälle, auch wenn sie bewerben, dass sie Pokébälle hätten, haben sie nicht. So. Pokémon Center brauchen wir auch nicht. Wir sind toll und haben schon, ja, zwei Tränke dabei und keine KP verloren und ein paar AP von Decke. So, hier haben wir schon Maike. Da oben. Man könnte natürlich seinen Mudkip auch schon ein bisschen trainieren, damit man eine Chance hat. In Anführungszeichen eine Chance, weil ja, wir treffen auf dem Level 5 Mann. Und das ist immer noch nicht schwer. Besonders wenn man Tränke nutzen kann. Ach komm schon, Mudkip. Mudkip, das schaffst du schon irgendwie. Tackle. Und Tackle. Noch mehr Tackle. Die Kämpfe zu Beginn sind sowas von spannend. Ich meine, jetzt so viele verschiedene Attacken. So, 25 Erfahrungspunkte. Level 6, jetzt haben wir einen kleinen Vorteil. Wir haben Lehmschelle erlernt. Lehmschelle ist eine sehr schwache Bogenattacke.